Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Vorstellung kennen, die Comenius zu pädagogischen Institutionen entwickelt hat. Omnes, omnia, omnino. Allen alles umfassend zu lehren, und zwar im Hinblick auf das Ganze und für alle. Das konnte nun durch eine gleiche Schule für alle Menschen realisiert werden. Dabei war schon der Anspruch, alle zu unterrichten, nicht unerheblich, denn die Existenz von Schulen war im 7. Jahrhundert keineswegs selbstverständlich. Lesen und Schreiben waren Fähigkeiten einer herrschenden Elite, nicht aber der breiten Massen. Die sollten jetzt aber unterrichtet werden. Das führte zu erheblichen logistischen Problemen. Schon die Frage, wo all die kompetenten Lehrerinnen und Lehrer herkommen sollten, die all die Schülerinnen und Schüler unterrichten können, war nicht einfach zu beantworten. Zu diesen Problemen kamen weitere, wie etwa die sozialen Differenzen, die es ganz unmöglich machten, dass etwa die Töchter von Grafen gemeinsam mit Landarbeitersöhnen eine Schule besuchten. Aber Comenius sieht alle Menschen vor Gott gleich, und daher sind für ihn alle Menschen von der göttlichen Natur gleichermaßen mit der Fähigkeit zu gelehrter Bildung, zur Sittlichkeit und zur Religiosität ausgestattet. Und eben diese Fähigkeiten, Bildung, Sittlichkeit und Religiosität, gilt es zu entwickeln, wobei der Mensch zum Menschen erst gebildet werden muss. Das ist zunächst Aufgabe der Eltern, eine Phase, die Comenius als Mutterschul- oder Mutterschoß bezeichnet. Diese Phase, die heute als frühkindliche Erziehung bezeichnet wird, soll schon im jüngsten Alter ansetzen. Comenius' Hauptargument ist dabei, dass ein Baum im jungen Alter noch geformt werden kann, in späteren Jahren aber nicht mehr. Allerdings haben angesichts der Zunahme der menschlichen Geschäfte, wie Comenius schreibt, die Eltern nicht immer genügend Zeit, um ihre Kinder hinreichend zu unterrichten. Comenius schlägt daher ganz im Sinne der arbeitsteiligen Gesellschaft vor, überall, in der Stadt und in jedem Dorf eine Schule einzurichten. Das ist die Grundschule oder öffentliche Muttersprachschule, die für das Knabenalter eingerichtet werden soll. An diese schließt für die Jünglingszeit die Lateinschule bzw. das Gymnasium an. Latein war zur Zeit des Comenius die wissenschaftliche Standardsprache. Mit dem beginnenden Mannesalter soll dann die Universität besucht und durch Reisen ergänzt werden. Diese Schulen sollten von Armen und Reichen, von Adeligen und Nichtadeligen und von männlichen und weiblichen Kindern gleichermaßen besucht werden. Allerdings sollte es keineswegs den Kindern überlassen werden, was in der Schule gelernt wird. Vielmehr ist es zentrale Aufgabe der Schule, eine sorgfältige Auswahl an Büchern zu treffen, die den Kindern und Jugendlichen vorgelegt wird. Dabei ist es wieder nicht das Ziel, schlechthin alles zu unterrichten. Aufgabe der Schule ist es vielmehr, Grundlagen, Ursachen und Zwecken der wichtigsten Tatsachen und Ereignisse zu unterrichten. Die Schulen sollen so die Menschen weiser im Verstand, umsichtig im Handeln und fromm im Herzen machen. Die Bücher für die Lernenden, die er als Realbücher bezeichnet, weil sie die Gegenstände enthalten, sollen mit didaktischen Büchern für die Lehrenden ergänzt werden, damit die Lernenden die Realbücher auch richtig anwenden können. Ein Konzept, das heute noch genau so verwendet wird. Um das zu erreichen, ist eine Organisation erforderlich, die diesen Bildungsprozess bei allen Menschen so sicherstellt, dass das göttliche Ziel auch tatsächlich angestrebt wird. Genau das ist die Aufgabe der Schule, und diese Aufgabe erfordert nach Comenius neben der richtigen Auswahl der Bücher vor allem die rechte Ordnung der Schule. Das beginnt schon mit dem Gebäude, das hell und sauber sein soll und außen einen Platz zum Spielen bietet. Der Unterricht soll 4 Stunden am Tag dauern, 2 am Vormittag und 2 am Nachmittag. Die übrige Zeit soll, vor allem bei den Ärmeren, zur Arbeit verwendet werden. Der Samstagnachmittag soll frei sein, der Sonntag soll dem Gottesdienst geweiht werden, eine heute noch übliche Einteilung. Morgens sollen Geist und Gedächtnis, am Nachmittag Hand und Stimme geübt werden. In den Übungen am Vormittag soll zunächst der Lehrende die Lektion vortragen, dann lesen die Lernenden die Lektion der Reihe nach vor, und dann tragen die Lernenden die Lektion auswendig vor und nachmittags soll die Lektion dann aus den Büchern abgeschrieben werden. Es geht also darum, das, was in den Büchern steht, möglichst genau zu wiederholen. Die Entwicklung des eigenen Willens im Blick auf die Bewahrung der Harmonie ist erst Aufgabe der Universität, nicht aber Aufgabe der Schule. Die Klassen sollen dabei altershomogen,
also mit Lernenden gleichen Alters, zusammengestellt werden. In jeder Klasse soll nur ein Lehrender unterrichten, nur Bücher eines Autors zu einem Gegenstand verwendet und nur eine Unterrichtsmethode verwendet werden, um Verwirrung zu vermeiden und einen klaren Weg vorzugeben. Dabei soll ein Lehrender 100 Lernende unterrichten, die wiederum in Gruppen zu je 10 Lernenden eingeteilt werden, die einen eigenen Aufseher bekommen. Comenius schlägt abschließend noch eine weitere Schulform im Rahmen seiner Diskussion des Universitätsunterrichts vor, das Collegium Didacticum oder die Schule der Schulen. Die Aufgabe dieser Schule der Schulen ist es, die Didaktik weiterzuentwickeln. Damit schlägt Comenius praktisch die Etablierung der Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin an Universitäten vor, die allerdings erst 1779 durch die Berufung von Ernst Christian Trapp an die Universität Halle realisiert wurde. Aufgabe der Schule ist es nach Comenius letztlich, auf das spätere Leben, auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Diese Aufgabe stellt sich für alle Menschen, die vor Gott gleich sind, gleichermaßen und erfordert eine allseitige Erziehung. Dazu muss dem Alter der Kinder entsprochen werden. Daher sind Schulstufen erforderlich. Die Mutterschul- oder der Mutterschoß, die Muttersprachschule oder Volksschule, das Gymnasium oder die Lateinschule und die Universität. Die Organisation der Schule ist dabei am Buchdruck ausgerichtet. Täglich wird in homogenen Klassen mit 100 Lernenden aus ausgewählten Realbüchern vorgetragen, wobei die Anleitung in didaktischen Büchern zu befolgen ist. Comenius' Schulkonzept war überraschend weitsichtig und in der Tat revolutionär. Das macht schon der Umstand deutlich, dass etwa Frauen zum Studium an der Universität Wien erst knapp 200 Jahre nach der Veröffentlichung der großen Didaktik zugelassen wurden. In Österreich wird auch immer noch um Gesamtschulen gestritten, nicht zuletzt, weil diese von Kindern aus allen Schichten gleichermaßen besucht werden, was Eltern aus höheren Schichten meistens zu verhindern suchen. Andere Ideen werden in der Folge immer wieder aufgegriffen, wie etwa die Bildungsreise bei Humboldt oder die Friedenserziehung bei Klafkin. Comenius schreibt auch, dass die Eltern nicht immer genügend Zeit haben, um ihre Kinder hinreichend zu unterrichten, ein Argument, das nahezu aktuell klingt. Comenius ist aber nicht auf die Idee gekommen, eine Arbeitszeitreduktion für die Eltern zu fordern, wohl weil das voraussetzt, dass man Kinderzeit für wertvoller halten kann als Arbeitszeit, was Comenius eher nicht getan hat. Auch die Einführung von Pädagogik als Unterrichtsfach schlägt Comenius nicht vor, wohl auch, weil es die wissenschaftliche Disziplin zu seiner Zeit noch nicht gab. Dabei hätte ein Pädagogikunterricht zur Vorbereitung auf die Aufgaben der Eltern in der Mutterschule durchaus im Denkrahmen von Comenius gelegen. Andere aktuelle Probleme können zumindest teilweise auf das Konzept von Comenius zurückgeführt werden. So zeigt die Biografieforschung, dass der Übergang von der Schule in die Universität nicht einfach ist. Hier spielen die unterschiedlichen Aufgaben, die Comenius der Schule und der Universität beigemessen hat, eine nicht unerhebliche Rolle. Ähnliches gilt für die Einführung des Ethikunterrichts. Die Schule diente für Comenius zur Durchsetzung der Pansophie, die sich wiederum an der guten Einrichtung der Natur durch Gott orientierte. Das Gute liegt dann in der göttlichen Natur. Eine menschliche Ethik ist so verzichtbar. Wie erfolgreich diese Strategie zur Durchsetzung einer keineswegs unproblematischen christlichen Ethik war, ist schon daran sichtbar, dass auch heute in Österreich in der Regel Religions- und nicht Ethikunterricht in der Schule erteilt wird. Auch über die Finanzierung und Beaufsichtigung der Schulen hat sich Comenius Gedanken gemacht. Geld sollten die Fürsten zur Verfügung stellen und auch eine regelmäßige staatliche Evaluation sollte durchgeführt werden. Die erforderliche inhaltliche Steuerung wurde im Wesentlichen durch Schulbücher erreicht. Fast so, wie heute Internetcomputer zur Kontrolle der Schulen verwendet werden. Beides, diese Bemerkung sei mir als Medienpädagogen erlaubt, macht die Wirksamkeit der Machtausübung mittels Medien auch in der Schule deutlich.